Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zu einem weiteren Cards by Mail Opening. Nummer 55 ist jetzt am Start. Zwei Briefe sind aktuell da. Wir warten natürlich noch bis Dienstag, bis die nächsten eintreffen und machen dann das Video vollständig. Wir haben schon mal einen da von Daniel, Danny Phantom und von Paul, Paul McCartney. Ja, ich werde jetzt einfach mal irgendwelche random Namen, die mir direkt einfallen, dazu mit draufschreiben. Mal schauen, ob sie euch gefallen. So, vom Daniel bekommen wir hier zwei kleine Paketchen. Ja, das schaut schon sehr gut aus. Hier sind ein paar spielbare Karten aus dem Set XY12. Radfratz ist euch allen ja bekannt. Mit bösartigen Fängen ist es momentan die einzige Möglichkeit, wirklich Toolkarten aus dem Spiel zu kriegen. Und davon habe ich mir einfach mal ein paar geben lassen. Genauso wie Stern, du zwei Stück. Zweimal Ratikal. Ah, das ist einmal kunterbunt gemischt. Und zweimal Starmie. Heißt also, wir können hier die ersten Decks mit versorgen, dass wir hier Volcanion mit Starmie ein bisschen aufpushen, beziehungsweise auch die Quajutsu-Decks. Und auch Radikal wird kein schlechtes Deck sein, ja, vielleicht wagen wir uns da tatsächlich mal an ein kleines Fun-Deck mit Radfratz und Radikal, denn es kann ordentlich Damage machen. Die eigentlich wichtige Karte, ja, ist hier verpackt, hat er sehr gut gemacht, dass man von keiner Seite irgendwas erkennt. Haben wir hier eine Code-Karte, die hat er anscheinend schon benutzt. Selbiges gilt für die hier und deswegen kriegt ihr von mir eine, hier eine von Turbofieber. Löst den Code einfach mal im Online-Spiel ein und lasst mich wissen, was ihr gezogen habt. Und die Karte, die richtige Tauschkarte ist Dragoran EX Full Art. Geil, absolut geil. Ich habe euch ja in der Review schon gesagt, dass das mit Abstand das derbste Teil ist. Schaut euch einfach mal dieses Pokémon an. Dieser Blick, dieses Rawr. Also ich finde das mega cool. Und das absolut Abgefahrene ist, dass die einzigen drei Full Art Karten, die ich bis jetzt habe aus dem neuen Set, genau die sind, die ich ja als die geilsten betitelt hatte. Ihr seht sie auch auf Facebook, in meiner Thumbnail. Da sind die drei Karten auch mit drin. Plus das Mega Glurak, weil das wirklich unglaublich coole Designs sind. Und sie sind jetzt hier schon vollständig. Das ist natürlich geil. Es fehlen aber noch die anderen hier. Checkt auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zu PlayOn und den Karten, die ich noch suche. Weiter geht's mit Paul McCartney. Vielen Dank, passend zum Mega-Beezer, zwei Baby-Beezers. Viel Spaß und bis zum nächsten Tausch. Paul McCartney. Neben dem Mega-Beezer, was er angesprochen hat, bekommen wir noch zwei Beezers in ziemlich abgefahrenen Folien hier mit dem Drachen und diesem Dämon oder was das ist. Wir schauen. Und es ist ein Beezer-Floor aus dem Base-Set. Ach du Schande, ich dachte, du meinst Baby-Beezer-Sams quasi, nicht Beezer-Floors. Nicht schlecht, Paul. Sehr, sehr nice. Und wir haben hier, meine Güte, Paul, du machst mich fertig, ne? Ich dachte, es kommen jetzt zwei kleine Beezer-Sam-Babys. Das ist die Karte aus dem neuen Set, die wir eigentlich getauscht haben. Das Mega Beezerfloor EX Fuller. Das Mega Turtok kommt noch und ich hoffe, es kommt bis Dienstag auch an. Dann fehlt mir noch das Mega Glurak und langsam aber sicher sind wir auch da, soweit dass wir die Fullarts vollständig haben. Checkt wie gesagt einfach mal in die Videobeschreibung, dann findet ihr, welche Karten ich noch suche. Der letzte Brief des CBMs kommt vom Konstantinos, auch Costa genannt. Wenn ich jetzt bei dir Costa Cordalis sage, dann haust du mir wahrscheinlich ziemlich auf den Sack, oder? Besser nicht. Okay, wir haben hier sehr interessantes Füllmaterial gefunden. Wissenswertes Drehmomentschlüssel für spezielle Listen. Ha, der richtige Dreh. Für Schrauben und Mutter gelten genormte Festigkeitskriterien. Dank dieser können die Hersteller für viele Schraubenverbindungen ein bestimmtes Anzugsmoment vorschreiben. So wird die Schraube beim Anziehen nicht überdehnt und die Werkstofffestigkeit bestmöglich ausgenutzt. Also gibt es jetzt neben Pokémon-Wissen auch ein bisschen was aus dem Kfz-Bereich. Oh ja. Ah, das ist geil. Das schaut schon jetzt sehr, sehr mächtig aus. Und der Costa hilft mir hier weiter das Evolutionen-Set als Reverse-Hülle zu vervollständigen. Das heißt, wir werden jetzt eine Menge Karten sehen. Also, zurücklehnen, entspannen. Taubos Geistesbund, Pikachu, Vulpix, Kapuzzi, Radfratz, Dykta, Voltorb, Hyperheiler, Tausch, Pokédex, Traumato, Rokkos Durchhaltevermögen, Tangela, Sterndu, Ha, Energie zu gewinnen, Chanera, Ponita, Blitzenergie, Psychoenergie, Jura, Wappo, Voldona, Nidoking, Bisaflor Geistesbund, Magma, Mega Taubos EX. Absolut abgefahren. Lauter Reversal-Karten haben wir vom Costa bekommen. Das ist sehr, sehr geil. Es wird die Sammlung ein gutes Stück vorantreiben und ein Mega Taubos EX auch noch. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank für den Tausch. Generell an alle Tauschpartner nochmal ein großes Dankeschön. Vergesst auch nicht, immer wieder in die Tauschkarten zu schauen. Ihr findet den Link zu PlayOn in der Videobeschreibung und zusätzlich gibt es ja immer noch das Pokémon Mondspiel hier. Das ist auch noch zum Tausch da. Falls ihr Interesse habt, dann schreibt mich einfach an, wie immer auf Facebook, hier auf YouTube. Lasst mir eine E-Mail da und dann können wir gerne mal über den Tausch sprechen. Freunde, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr da unten auf den Like-Button drückt, denn dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr neu dabei seid, könnt ihr unten links auf den kleinen roten Button drücken und meinen Kanal abonnieren. Heißt, ihr verpasst auch die nächste Folge nicht. Das
nächste CBM und was wir halt sonst noch so machen wollen. Videovorschläge wie immer auch da unten reinschreiben. Dafür ist diese coole kleine Box da. Ja, lasst mir einfach Vorschläge da und dann sehen wir uns hoffentlich bald im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Jetzt kommt unser Mega-Taubus und sagt, haut rein, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Geht es trotzdem darum, dieses Set noch einmal hier zu vervollständigen und daraus eine Master Collection zu machen. Master Collection heißt, dass jede Karte in diesem Set eine Reverse...